Wir hatten Workshop-Formate und Gesprächsrunden unter anderem mit der Hochschulleitung, mit Dekaninnen und Dekanen, mit Vertreterinnen und Vertretern der Hochschuldidaktikeinrichtungen, der Bibliothek, des Rechenzentrums, aber natürlich auch mit Lehrenden und vor allem aber auch mit Studierenden. Auf Ideen und Verbesserungsvorschläge gibt es in dem Zusammenhang an zwei wesentlichen Punkten. Zum einen im Beratungsprozess selbst. Dort haben wir diverse Panels integriert, in denen wir uns direkt an Studierende wenden. Und wir freuen uns, dass sich auch viele eingebracht haben und konkrete Ideen, Wünsche oder Impulse geäußert haben. Aber auch außerhalb dessen hat natürlich die UN immer ein offenes Ohr für Anliegen aller Art. Diese können zum Beispiel über die Fachschaftsräte oder auch über die Stura gesammelt werden. Aber auch als Einzelperson kann man sich engagieren, an Veranstaltungen oder Netzwerken teilnehmen. Ich nenne da unter anderem mal den Tag der Lehre oder die Studierendenbefragung oder auch die Angebote des Academic Lab. Ergebnisse aus Evaluationen zu Studiengängen fließen natürlich immer in die Weiterentwicklung von Studiengängen ein. Und an denen sind Studierende auch beteiligt. Deshalb kann man sagen, Studierende sind ein ganz wichtiger Treiber im digitalen Wandel. Dies sollte meines Erachtens auf zwei Ebenen stattfinden. Einmal auf der Ebene, auf der schon HochschullehrerInnen und Mitarbeiter die Entscheidungen zu Digitalisierung in der Lehre vorbereiten. Dort sollten Studierende echte Mitbestimmung haben. Die zweite Ebene wäre, dass diese studentischen Delegierten sich rückversichern über die Anliegen der großen Studierendenschaft, über die Zusammenarbeit mit dem Stura und den Fachschaftsräten. Das ist das Rektorat. Das Rektorat lässt sich beraten von den Digitalisierungsakteuren innerhalb der Universität, aber das Rektorat gibt nur Leitplanken vor. Die Umsetzung geschieht in den Fakultäten, liegt in der Freiheit und auch der Lehrenden, wie sie es machen. Digitalisierung ist natürlich ein wichtiges Thema für die Weiterentwicklung von Studiengängen, auch an der Universität Leipzig. Das betrifft sowohl Inhalte als auch fachspezifische Methoden, aber auch die Formate, in denen die Lehre durchgeführt wird. Einige Fächer sind da schon weiter, andere sollten dann bald starten. Es ist deshalb auch geplant, diesen Punkt der Curriculumsweiterentwicklung mit in die Digitalisierungsdachstrategie aufzunehmen, an der wird gerade noch gearbeitet. Es liegt jetzt aber ein Entwurf vor, der weit abgestimmt worden ist und der jetzt bald in den Senat gehen soll.